Sam erklärte, dass er die Alpen aufräumen werde. Offensichtliche Mängel müsse er beheben. Zunächst würde er brüchige Felsen und eine Reihe von vertikalen Spalten mit Gips ausfüllen, kleinere Risse im Gestein zukitten und den allzu spitzen Felsen eine rundere Gestalt geben. Unter anderem möchte er sehen, wie sich nach dieser Sanierung die sogenannten Schartenhöhen ausnehmen. Zum Schluss werden die Gipsflächen mit einer hellen, ruhigen Farbe bemalt, damit die Berge das bodenlose Missgeschick, das ihnen einst widerfahren war, nicht endlos vorzeigen müssen. In der Nummer 320 der insgesamt 515 durchnummerierten Prosatexten von Susanna Gase werden die alpinen Schrunde, Scharten und Spalten aufgeräumt und zugekittet. Die Tiefländerin Gase begegnet den Bergen mit einer Skepsis, die ein Quäntchen Faszination nicht verhehlen will. Gebirge streben immerhin in erhabene lichte Höhen, doch sie bergen von Natur aus zugleich Sturzbereitschaft und Niedergang. In diesem gegenläufigen Kraftfeld ordnet Susanna Gase ihre Sammlung von losen Notizen, um das Bergische topografisch, etymologisch, touristisch, anekdotisch auszufalten. Mit ihren Spielfiguren Sam, Manu oder Ruth sucht die Ich-Erzählerin die Gebirge auf der Landkarte, sondiert sie von oben aus dem Weltraum, umspielt sie gedanklich oder nähert sich ihnen persönlich, aber lieber mit der Bahn als im Wanderkostüm. Einst galten die Alpen als furchteinflößende Geröllwüste. Dann fanden englische Reisende Gefallen daran und idealisierten ihre majestätische Erhabenheit. Schließlich profanierten sie die Zuhälter des ewigen Schnees, wie Schappa sie nannte, zum bloßen Freizeitgelände. Susanna Gase erweist sich in ihrem Prosaband bergisch, teils farblos, als aufmerksame Beobachterin dieser ungleichen Zuschreibungen. Aus den von ihr eruierten Steinschichtungen und Farbakzenten lösen sich Geschichten heraus, die zufällige Begegnungen, ästhetische Erlebnisse oder Beachtungen in den Höhlungen der Sprache, Küche, Gastfreundschaft. Besonders an den Bergen gefalle ihr, notiert die Erzählerin einmal, dass sie bergen. Zugleich entbergen sie auch. Gases Faszination fürs Bergische gründet in dieser Doppelnatur. Sie liebt das Umschichten und Verwerfen, das vielleicht geologischer, vor allem aber sprachlicher, ästhetischer, reflexiver Natur ist. So erheben sich ihre Prosa-Miniaturen zu einem textuellen Vorgebirge für verspielte Gedankengänge, die das Bestürzende stets aufmerksam im Blick behalten.